Die Versteuerung des Firmenwagens, die ist regelmäßig Anlass zu Streit mit dem Finanzamt. Es ist nämlich durchaus so, dass wenn das Finanzamt sagt, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise zu passieren hat, dann muss man sich dem nicht so ohnmächtig ergeben. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, gegen das Finanzamt vor Gericht zu gehen. Und das macht man bei den Finanzgerichten. Das heißt, wenn das Finanzamt dir zum Beispiel dein Patenbuch nicht anerkennt, dann kannst du tatsächlich gegen das Finanzamt vor Gericht gehen und dann entscheidet das Gericht, ob du Recht bekommst oder aber das Finanzamt. Und es passiert tatsächlich auch sehr regelmäßig, dass die Steuerpflichtigen vor Gericht gewinnen. Und so ein Urteil verpflichtet erstmal nur die beiden Streitparteien. Also wenn ich beispielsweise gegen das Finanzamt vorm Finanzgericht in Düsseldorf stehe und dann bekomme ich Recht, natürlich, dann bindet das erstmal nur unseren Fall, also mein Finanzamt und mich, dass wir das so machen können. Aber natürlich sind solche Gerichtsurteile sehr, sehr starke Indikatoren, wie man auch grundsätzlich Dinge handhaben sollte. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir schauen uns in diesem Video mal 5 Gerichtsurteile zum Thema Fahrtenbuch und Firmenwagenversteuerung an und ja, gucken, was wir daraus lernen können. In diesem Video erfährst du die häufigsten Fehler, die du beim Fahrtenbuch machen kannst. Aber weißt du, was der häufigste Fehler überhaupt ist? Gar kein Fahrtenbuch zu führen. Denn mit der Fahrtenbuchmethode versteuerst du tatsächlich im Durchschnitt erheblich weniger als mit der 1%-Methode. Und unterm Strich hast du nur die beiden Möglichkeiten, den privaten Nutzungsanteil auszurechnen. Deswegen ist die Grundregel Nummer 1, rechne für dich mal aus, wie viel günstiger eigentlich das Fahrtenbuch für dich wäre. Wenn du jetzt Angst hast, dass das Ganze ein bisschen zu viel Arbeit ist, dann kann ich dich warnen. Und zwar gibt es das elektronische Fahrtenbuch von Wimker. Dieses elektronische Fahrtenbuch führt sich automatisch, sobald du das Auto bewegst. Das heißt, dadurch sparst du nicht nur Geld, sondern tatsächlich auch Zeit beim Führen dieses Fahrtenbuches. Und wenn du genau wissen möchtest, wie viel du mit einem Fahrtenbuch sparen kannst, dann klick mal unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link und berechne deine Ersparnis. Das erste Urteil ist ein Urteil vom Finanzgericht Köln aus dem Jahr 2012. Und zwar hat da ein Steuerpflichtiger ein Fahrtenbuch geführt. Das war mehr oder weniger einfach eine lose Blattsammlung. Und da hat das Finanzgericht Köln gesagt, das geht so nicht. Also zum Beispiel so ein Block hier geht nicht, weil man da einzelne Seiten rausreißen kann und so weiter. Wenn du schon ein Papierfahrtenbuch führen möchtest, dann muss das so ein Buch sein, was festgebunden ist, wo man nicht zwischendrin einfach mal so Seiten rausnehmen kann oder einlegen kann und so weiter. Sonst ist dein Fahrtenbuch allein schon durch die Form nicht ordnungsgemäß und wird deswegen verworfen. Verworfen bedeutet in der Praxis ganz häufig, dann wendet das Finanzamt die 1%-Methode an und weil die 1%-Methode teurer ist, führt das dann bei dir automatisch zu einer höheren Steuernachzahlung. Das zweite Urteil ist ein Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf und zwar aus dem Jahr 2023. Und da hat sich jemand gedacht, er ist schlau und sagt, naja, okay, wenn ein Papierfahrtenbuch so kompliziert ist, dann führe ich ein elektronisches Fahrtenbuch. Hat sich ein elektronisches Fahrtenbuch organisiert und hat das geführt. Das Problem ist, dieses Fahrtenbuch konnte er in erster Linie von seinem Computer aus bedienen und führen. Und Computer hat er nicht im Auto dabei gehabt. Und deswegen hat er quasi nach jeder Fahrt seine Fahrten auf so ein Post-it geschrieben, hat diese Post-its gesammelt und nächstes Mal, wenn er am Computer saß, dann hat er sich diese Post-its genommen und hat schön säuberlich die Fahrten übertragen. Und diese Post-its, die hat er dann weggeworfen. Und da sagt das Finanzamt, das geht leider auch nicht, denn ein Fahrtenbuch muss zeitnah geführt werden. Und hier stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich das Fahrtenbuch? Ist das Fahrtenbuch dieses hier? Das wäre dann nichts anderes als eine lose Blattsammlung und damit nicht ordnungsgemäß. Oder ist es das elektronische Fahrtenbuch? Das muss aber wiederum zeitnah geführt werden und das ist ja nicht passiert. Und das kann man nicht nachvollziehen, weil halt diese Post-its weggeworfen worden sind. Deswegen wusste man nicht, ob das, was im elektronischen Fahrtenbuch steht, überhaupt vorher auch schon auf den Post-its stand. Und deswegen wurde tatsächlich auch diese Art und Weise, das Fahrtenbuch zu führen, verworfen. Idealerweise hast du also ein Fahrtenbuch, was du auch schon im Auto führen kannst, also zeitnah direkt die Fahrten erfassen kannst. Oder, und damit ein kleiner Hinweis an den Sponsor dieses Videos, du hast ein Fahrtenbuch, was sich quasi automatisch führt, indem man das Auto bewegt. Das kann Wimker nämlich. Wimker führt das Fahrtenbuch quasi von allein nebenbei, dadurch, dass du das Auto bewegst. Und dann musst du auch nicht daran denken, diese ganzen einzelnen Fahrten noch aufzuschreiben. Dann gibt es noch ein spannendes Gerichtsurteil vom Finanzgericht Köln aus dem Jahr 2016. Offensichtlich beschäftigt man sich in Köln häufiger mal mit dem ganzen Thema Fahrtenbuch. Und da war es der Fall, dass das Fahrtenbuch eher so locker geführt wurde. Das heißt, es gab einige Mängel in diesem Fahrtenbuch und die Felder waren einfach nicht so ausgefüllt, wie sie ausgefüllt sein sollten. Zum Beispiel die Ortsangaben haben gefehlt, das heißt, wohin wurde eigentlich gefahren. Der Reisezweck war nicht immer ganz eindeutig und der Steuerpflichtige hat manchmal so Rundreisen gemacht, das heißt, mehrere Kunden nacheinander besucht und teilweise zwischendrin auch eine Privatfahrt gehabt. Und diese Rundreisen wurden dann einfach zusammengefasst in eine Fahrt und im Beschreibungstext wurde dann relativ grob
beschrieben, was denn da an diesem Tag mit dem Auto gemacht wurde. Und da reicht einfach das Detaillevel nicht aus. Wenn du ein Fahrtenbuch führst, musst du jede einzelne Fahrt erfassen und jeder einzelnen Fahrt ja einen Sinn und Zweck zuordnen. Und das Ganze gilt auch für private Fahrten. Also du kannst nicht einfach deine privaten Fahrten alle zusammen in einen Topf schmeißen und sagen, naja, zwischendrin bist du mal 650 Kilometer privat gefahren. Weil das ist in dem Fall auch passiert. Der Steuerpflichtige hat gesagt, naja, steuerlich gesehen geht es ja eigentlich um die betrieblichen Fahrten und hat die aufgeschrieben. Und die privaten Fahrten hat er dann am Ende des Jahres einfach zusammengerechnet. Das ist halt die Differenz aus den gefahrenen Fahrten und den betrieblichen Fahrten. Das waren dann halt die privaten Fahrten und hat das quasi als einen Betrag einfach ins Fahrtenbuch geschrieben. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass das Finanzamt gesagt hat, das reicht uns nicht aus. Also wir wollen hier eine Dokumentation von jeder einzelnen Fahrt haben. Und wenn es denn zwischendrin mal Lücken oder Ungenauigkeiten geben sollte, dann muss das Ganze auch nachweisbar sein. Also, dass du zu einer bestimmten Zeit bei deinem Kunden warst oder vielleicht im Hotel übernachtet hast oder tanken warst, dann kannst du mit Hotelübernachtung, mit Tankquittung oder zum Beispiel auch sogar mit Blitzertickets nachweisen, dass du an bestimmten Zeitpunkten tatsächlich dann an diesem Ort warst. Und diese Nachweise für einzelne Fahrten, die solltest du auch aufheben. Die musst du sowieso auch aufheben, weil du ja auch für deine Buchhaltung eine Nachweispflicht hast und die Unterlagen 10 Jahre aufbewahren musst. Die solltest du aber auch für das Fahrtenbuch parat halten. Das heißt, wenn dann das Finanzamt irgendwann mal stichpunktprobenartig dieses Fahrtenbuch überprüfen möchte und Nachweise für bestimmte Fahrten haben möchte, dann solltest du das auch nachweisen können. Und zwar auch noch 10 Jahre lang nachweisen können. Das bedeutet also auch, dass du zum Beispiel auch deinen Kalender so lange aufbewahren solltest, dass du das Ganze vernünftig auch noch Jahre später nachweisen kannst, dass du tatsächlich zu dem Zeitpunkt so gefahren bist, wie du es im Fahrtenbuch aufgeschrieben hast. Wenn du das Ganze nicht machst, dann führt es unter Umständen halt dazu, dass das Finanzamt sagt, dieses Fahrtenbuch gilt nicht und die 1%-Methode anwendet, was dann in der Regel dazu führt, dass du deutlich mehr Steuern nachzahlen musst. Dann gibt es noch ein ganz spannendes Urteil aus dem Jahr 2013 vom Finanzgericht Sachsen-Anhalt. Und da ging es um das ganze Thema Investitionsabzugsbetrag. Für diejenigen, die es nicht wissen, Investitionsabzugsbetrag und auch Sonderabschreibung sind eine hervorragende Möglichkeit, wirklich ganz erheblich Steuern zu sparen, wenn du planst, einen Firmenwagen anzuschaffen oder es gerade getan hast. Da kannst du bis zu 70% abschreiben in den Jahren vor der Anschaffung oder spätestens zum Zeitpunkt der Anschaffung. Das ist wirklich eine fantastische Möglichkeit, als selbstständiger Steuergestaltend tätig zu werden. Der große Haken bei dieser Sache ist, dass du im Jahr der Anschaffung und im folgenden Jahr dieses Wirtschaftsgut, was du da anschaffst, in dem ganz konkreten Beispiel, also das Auto, fast ausschließlich betrieblich nutzen musst. Das heißt, der betriebliche Nutzungsanteil muss im Jahr der Anschaffung und im Jahr danach bei über 90% liegen. Und diese 90% musst du auch nachweisen können. Und die kannst du in der Regel nicht nachweisen, wenn du einfach die 1%-Methode verwendest. Und deswegen solltest du, wenn du den Investitionsabzugsbetrag oder die Sonderabschreibung in Anspruch nehmen möchtest, idealerweise nicht die 1%-Methode nehmen, sondern ein Fahrtenbuch führen. Das 5. Gerichtsurteil kommt aus dem Jahr 2021 und zwar vom Finanzgericht aus Sachsen. Und da gab es wieder ein Fahrtenbuch, was zumindest laut Finanzamt Mängel aufgewiesen hat. Und zwar hat der Steuerpflichtige, um sich Zeit zu sparen, Abkürzungen ausgedacht. Teilweise standen die Ortsangaben gar nicht drin, zumindest dann, wenn er immer übernachtet hat. Und teilweise ist es auch so gewesen, dass wenn man die Route, die der Steuerpflichtige gefahren ist, bei Google Maps oder bei einem anderen Routenplaner eingegeben hat, dass da eine Kilometeranzahl rausgekommen ist, die aber nicht exakt mit der gefahrenen Kilometerstrecke übereingestimmt hat. Das heißt, da gab es irgendwie Abweichungen. Und auch da hat das Finanzamt gesagt, wir vertrauen diesem Fahrtenbuch nicht und wir verwerfen es und wir wenden jetzt die 1%-Methode an. Und da hat der Steuerpflichtige aber gesagt, nee, das geht aber nicht, weil die Abkürzungen, die werden erklärt. Und zwar gab es da eine separate Liste, wo diese Abkürzungen erklärt waren. Und bei den Hotelübernachtungen und den Ortsangaben war es ja so, dass er eine Buchhaltung hatte und da war die Hotelrechnung drin. Das heißt, es war schon nachweisbar, da, wo er genau war. Dieses Fahrtenbuch für sich allein genommen, das hat unter Umständen nicht alles erklärt. Aber im Kontext der Buchhaltung war das relativ zweifelsfrei. Und auch bei den Umwegen, also den Mehrkilometern bei bestimmten Routen, war es jetzt nicht so, dass da wirklich viele Kilometer, also signifikante große Umwege gefahren worden sind, sondern es waren so kleine Umwege. Das kennt jeder von uns. Wenn da irgendwo eine Baustelle ist, eine Umleitung ist oder manchmal gibt es auch schnellere Verbindungen, die aber nicht die kürzeste Verbindung sind, dann nimmt man halt die. Und da hat tatsächlich das Gericht gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. So kleinere Mängel oder auch Abkürzungen, die woanders sind, aber erklärt werden, das ist vollkommen in Ordnung. Dann ist das Fahrtenbuch trotzdem noch korrekt. Also das Fahrtenbuch als ich würde mal sagen, alleinstehendes Dokument muss nicht alle Informationen enthalten. Was enthalten sein muss, ist der Startpunkt, der Endpunkt und der aufgesuchte Kunde oder Geschäftspartner. Das muss
im Fahrtenbuch direkt selber drinstehen. Aber Abkürzungen beispielsweise sind ohne Probleme machbar, wenn das Ganze mit einem übersichtlichen Zeitaufwand nachvollzogen werden kann. Wenn es zum Beispiel eine separate Liste gibt, zum Beispiel für Geschäftspartner. Das ist ganz häufig so, wenn man tatsächlich aufgrund von Verschwiegenheitspflicht oder Datenschutz nicht den vollen Namen der Kunden in das Fahrtenbuch schreiben möchte. Das waren die 5 Urteile, die ich persönlich ganz spannend fand. Du findest die genauen Fundstellen und die genauen Aktenzeichen einmal unten in der Videobeschreibung. Also wenn du eine ähnliche Situation hast, wie die ich gerade beschrieben habe, dann schau da einmal vorbei. In den Urteilen selbst gibt es natürlich sehr viel mehr Kontext, sehr viel mehr Details erklärt und natürlich auch die Entscheidung vom Finanzgericht ausführlicher dargelegt. Wenn du jetzt noch Fragen hast zu dem ganzen Thema Firmenwagenversteuerung, generell Auto, Buchhaltung, Steuern, Selbstständigkeit und so weiter, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und sag mir auch mal, ob du das Format ganz spannend findest, dass ich mir mal einzelne Urteile raussuche zu unterschiedlichen Themen und wir die dann besprechen. Und schau dir auch unbedingt das Angebot von Wimka an, dem Sponsor dieses Videos. Wimka hat ein elektronisches Fahrtenbuch und wenn man Wimka benutzt, dann hat man ehrlicherweise 80-90% der häufigsten Fehler schon mal eliminiert, weil sich Wimka quasi wie von allein führt. Wenn man Wimka dann auch noch richtig bedient, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht und dann wird das Fahrtenbuch auch vom Finanzamt anerkannt. Alle Informationen dazu findest du unten in der Videobeschreibung unter dem ersten Link oder du klickst einfach direkt hier oder aber du schaust einfach direkt ein nächstes Video an von mir, zum Beispiel das hier oder das hier.